Angesichts der zugespitzten politischen Lage in Venezuela hat der russische Außenminister die enge Verbindung zwischen Moskau und Caracas betont. Sergej Lavrov ließ während eines Besuches der venezolanischen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez am Freitag keinen Zweifel an der Position seiner Regierung. Wir arbeiten eng zusammen und koordinieren unser Vorgehen in der internationalen Politik. Mit dem Frontalangriff auf Venezuela und der schamlosen Einmischung in seine inneren Angelegenheiten gewinnt diese Zusammenarbeit an Bedeutung. Wir werden solche Angriffe kategorisch abwehren und die Ideale, Maßstäbe und Prinzipien der Vereinten Nationen verteidigen. Auch Vizepräsidentin Rodríguez nutzte den Besuch in Russland, um Einigkeit mit Moskau zu demonstrieren. Präsident Nicolás Maduro hat die Schließung des Lissabonner Büros unserer staatlichen Erdölgesellschaft PDVSA und ihren Umzug nach Moskau angeordnet. Russland unterstützt weiterhin Machthaber Nicolás Maduro. Mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union und auch Washington haben dessen Widersacher Juan Guaidó bereits als Übergangspräsidenten anerkannt.